Ich bin Gies Klambers und habe letztes Jahr im August meine Ausbildung zur Industriemechanikerin begonnen. Mein Name ist Wilko Jansen, ich bin 20 Jahre alt, bin im dritten Lehrjahr hier an der Meyerwerft. Ich bin Alexander Platt, komme aus Esterwegen, bin 19 Jahre alt. Mein Name ist Lena Nee, bin 20 Jahre alt, mache meine Ausbildung als Konstruktionsmechanikerin, Einsatzgebiet Ausrüstungstechnik. Mein Name ist Malte Hinken, ich bin 19 Jahre alt, mache die Ausbildung zum Mechatroniker. Ich bin Steffen Wotte, bin 18 Jahre alt, komme aus Rehde und arbeite seit 2012 auf der Meyerwerft. Ich wollte in eine große Firma, die einem viele Chancen bietet, und habe mich schlau gemacht und habe mich bei der Meyerwerft beworben. Weil die Meyerwerft ein großer Betrieb ist, wo man auch viel lernen kann, weil hier einfach alles passt, die Kollegen, Arbeitszeiten. Ich habe mir die Meyerwerft ausgesucht, weil ich von Schiffen sehr begeistert bin und ich gedacht habe, dass das hier in Papenburg die beste Möglichkeit ist, den Schiffen am nächsten zu kommen. Und ich denke, sowas Großes kann man in der Region hier sonst nirgendwo bauen. Also die ersten Male, wenn man so in die Halle reinkommt, also der erste Blick, der geht immer nach oben hin. Ja, ist das groß hier und so ein Riesenteil steht jetzt vor mir, das Schiff. Und ich muss auch sagen, ich habe mich die ersten Tage echt verlaufen hier. Ja, bei mir war das genauso. Also die ersten Tage habe ich nicht wirklich auf den Weg vor mir geguckt, sondern hat man dann einfach immer zur Seite geguckt. Also ist schon gigantisch. Hier lernt man im Allgemeinen viel. Und ich glaube auch, wenn man später ausgelernt ist, in Anführungszeichen, man lernt trotzdem immer noch dazu. Also das Angebot auf der Meyerwerft ist sehr umfangreich. Wir haben fast monatlich irgendwelche Module zur Arbeitssicherheit, zum Teambildung, zum allgemeinen Umgang unter den Kollegen. Und man wird eigentlich auf jede Situation hier sozusagen vorbereitet. Meyer legt ja viel Wert auf Förderung und es gibt ja sämtliche Möglichkeiten mit Stipendien, Meisterschulen und sowas. Und ja, da erhoffe ich mir unter anderem irgendwann auch von profitieren zu können. Die Meyerwerft bietet auch direkt das duale Studium an. Das heißt, man macht die Ausbildung und das Studium gleichzeitig. Dafür muss man sich aber dann wirklich rechtzeitig bewerben. Also mindestens ein Jahr vor Ausbildungsbeginn. Und natürlich auch die richtigen Schulnoten mitbringen. Ich denke, die Meyerwerft erwartet von mir, dass ich teamfähig bin, dass ich Willen zeige, dass ich immer versuche, das Beste zu geben. Ja, Eigeninitiative ist das ganz große Stichwort. Motivation auch in dem Fall. Ja, eben die Begeisterung für den Beruf und eben bei so einem großen Arbeitsplatz dann auch mit Hingabe arbeiten zu wollen. Ja, meine Ausbildung sieht so aus, dass wir dann 2 bis 3 Monate in der Lehrwerkstatt arbeiten. Das heißt, wir lernen auch dann richtig sägen, richtig bohren, Gewinde schneiden, schweißen lernen wir, brennen lernen wir. In der Akademie haben wir für jeden Ausbildungsbereich, sag ich mal, die entsprechenden Lehrwerkstätten, wo wir alles lernen, üben können, was gebraucht wird, was wir können müssen. Also quasi ist die Akademie speziell für die Auszubildenden an der Meyerwerft da eben die gesamte Förderung, Ausbildung und alles, das ist da alles drin enthalten. Und danach geht es dann, nach den 2 bis 3 Monaten, geht es dann auch in die Hallen rein. Wir dürfen selber viel machen, wir kommen überall hin. Alles, was im Schiff anliegt, wird man mal gemacht haben oder gesehen haben, wie es funktioniert. Und das ist schon nicht schlecht, weil ich denke, hier sieht man Sachen, die man in kleineren Betrieben nicht sieht. Also ja, die Meyerwerft ist ein super Arbeitgeber. Jeder Bereich stimmt, ich gehe hier gerne hin, warum sollte sich das ändern? Nicht viele Leute können von sich behaupten, an so einem großen Schiff mitgearbeitet zu haben und zu sagen, das habe ich gemacht. Und so stolz ist er auf jeden Fall ganz groß geschrieben. Und ich denke auch, sowas gibt's in Deutschland nicht so viel und auch eigentlich in der Welt nicht so viel. Ja, es war natürlich ein großartiges Gefühl zu wissen, also ohne meine Arbeit würde das Schiff vielleicht nicht rausfahren. Das ist schon, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man ist auch schon ein bisschen stolz, wenn man da steht und die Zuschauer hinter einem, die dann wahrscheinlich schon tagelang mit dem Campingwagen gewartet haben, staunende Geräusche machen und
man selbst hat daran mitgewirkt, also das ist ja schon großartig. Das begeistert schon ziemlich, also ich bin jedes Mal wieder davon angetan, dass auch das erste Mal, als ich an der Werb war und direkt den ersten Tag dann in die große Halle reingesehen habe, wo dann eben so ein gigantisches Schiff dann liegt. Ich habe es auch erst mit der Hallenwand verwechselt, bis ich dann nach oben gesehen habe und gesehen habe, das ist ja das Schiff. Und dementsprechend auch jedes Mal, wenn das Schiff wieder ausgedockt wird oder eben durch die Ems dann durchfährt, das ist gigantisch. Also man kann extrem stolz auf sein, an so einem monumentalen Werk mitzuwirken. Ich denke gerade die Werft, die Meyer Werft, ist eine Firma, mit der sich komplett identifiziert. Allein wegen der Größe und auch schon wegen den prachtvollen Schiffen, die hier entstehen. Kann es eigentlich, glaube ich, kaum besser schaffen, als dann hier bei der Werft zu bleiben.